Wie ist der Hukm, das Urteil, Augen zu verschließen, im allgemeinen Gebet? Ja, man sollte das besser nicht machen. Man sollte es besser nicht machen. Warum? Der Prophet Muhammad sallallahu sagte: Sallu kama ra'aytumuni wa salli. Betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Ja? Betet so, wie ihr mich habt beten sehen. So müssen wir, so sollen wir versuchen, so wie der Prophet zu beten. Der Prophet hat seine Augen nicht verschlossen. Ja? Aber es gibt zum Beispiel, es gibt Situationen, wo man seine Augen verschließen kann, wenn man mehr Konzentration hat. Beispielsweise man betet in der Moschee irgendwo am Eingangsbereich, ja, weil die Moschee voll ist freitags und da gehen 1000 Leute an dir vorbei, ja, und das so viel Bewegung etc. Ja, und du kannst dich gar nicht konzentrieren. In solch einem Fall oder vor dir ist der Teppich in einer Moschee ist sowas von voll, ja, mit Blumen und dies und das und das. Ja, das nimmt dir deine Konzentration weg. Also in solchen Augenblicken, in solchen Situationen ist es auch gar kein Problem, seine Augen zu schließen. Im Allgemeinen soll man es besser nicht seine Augen schließen. Was jetzt den Sujud angeht, wenn man jetzt im Sujud seine Augen schließen will, ist es kein Problem.